Und los geht's mit den Viva Top 20. Schön sortiert und mit neuer Nummer 1. Schönen guten Tag zusammen und recht herzlich willkommen bei den Viva Top 20. Völlig überraschend zeige ich euch mal das Beste aus den deutschen Singlecharts und ausnahmsweise auch wieder mit Fußball. Und das, obwohl die Fußball-WM ja nun deutlich hinter uns liegt, hört wahrscheinlich erst auf, wenn irgendwie Bundesliga wieder angefangen hat. Aber gut, solange gucken wir natürlich gerne Jungs in Trikots und natürlich auch welche ohne. Genauer gesagt Rayman. Mit dem legen wir nämlich los und Tonight, diese Woche Platz 20. Rayman waren das mit Tonight. Wir machen weiter und zwar mit Spitzenbeispielen dafür, dass Penetranz durchaus auch mal eine gute Eigenschaft sein kann. Das zumindest behaupten Revolverhelden. Die sagen nämlich, unsere Plattenfirma, die uns tatsächlich gesigned hat und geholfen hat, immerhin schon 4 Singles auf den Markt zu bringen, meinten vorher erst immer so, ach nö, und ich glaube, keine gute Idee, nein, danke. Und die so voll angestrengt, immer wieder vorgespielt, immer wieder gesagt, hey, komm, wir sind doch toll. Und geholfen hat's. Immerhin schon dreimal Top 20 und auch die neue Single ist auf Platz 19. Hier kommt Mit dir schön. Auf der 18 ganz viel Liebe von Westbam und der Love Committee. Kurze Pause, dann weiter, nicht mit Xavier Naidoo. Und da sind wir wieder zurück bei den Viva Top 20 und machen weiter mit Sebastian Hämmer. Da gibt es doch tatsächlich Menschen, die behaupten, der hört sich original an wie Xavier Naidoo. Völlig aus der Luft gegriffen, sage ich. Stimmt ja wohl sowas von überhaupt nicht. Das zumindest behauptet auch der Sebastian selber. Sagt allerdings auch, okay, es gäbe wahrscheinlich Schlimmeres, als dass die Menschen sagen, man höre sich an wie Xavier Naidoo. Wo er definitiv recht mit hat. Es könnte ja auch sein, dass die Menschen sagen, man höre sich an wie Schnappi. Das wäre schon döver. Also, falls es döver gibt. Auf jeden Fall steht fest, es gibt den Sebastian Hämmer und zwar diese Woche auf Platz 13 sehr erfolgreich mit seiner ersten Single Sommer unseres Lebens. Bitte schön. Sebastian Hämmer von 19 auf 13 mit Sommer unseres Lebens. Jetzt, bevor wir mit den Top 10 loslegen, nochmal schnell die Plätze 20 bis 11 im Schnelldurchlauf. Von Texas Lightning zu den Pussycat Dolls, so ratzfatz geht das bei uns. Und dass es die Pussycat Dolls noch gibt, ist ja eigentlich eine gute Sache, ne? Denn erstens, immer ein gefährliches Experiment, 6 Weiber auf einen Haufen zu tun, da gibt es schnell Verletzte. Und außerdem, wenn eine davon besonders heraussticht, wie in diesem Fall die Nicole, dann bahnen sich hier mal ganz fix Solo-Projekt an. So ist es auch in ihrem Fall, aber sie sagt, hey, wir haben uns so lieb, wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Sehr beruhigend das, ja. Und gleich weiter mit einem auch sehr wenig beruhigend, aber dafür sehr, sehr schönen Video, nämlich Buttons. Ein Stück Musik, bei dem ich dachte, ach, warum schreit die Alte mich denn so an? Und dann dachte ich, boah, finde ich super. Platz 6. So, klitzekleine Pause und dann weiter mit Luftfahrtuniformen, Schlafanzügen und Gnarl Sparkly. Ja, Tag zusammen und recht herzlich willkommen zurück bei den Viva Top 20. Wir machen weiter mit einer Band, bei der der Wahnsinn schon eher im Sekundentakt anklopft. Die Rede ist natürlich von Gnarl Sparkly. Beweise dafür gibt es unter anderem auf youtube.com. Da könnt ihr nämlich ungefähr 327 Versionen des aktuellen Videos gucken, ne? Meine Lieblingsversion übrigens, die, wo DJ Danger Mouse tatsächlich versucht, auf seinen riesen Afro noch so eine kleine Kapitänsmütze zu packen. Sieht noch besser aus als die Version in Schlafanzügen. Aber auch nicht zu unterschätzen. Das Original natürlich auch ganz, ganz toll. Und das gibt es genau jetzt und hier, wie letzte Woche, auf Platz 4. Oh, ein Reim. Wie letzte Woche, Platz 4, Gnarl Sparkly mit Crazy. Und weiter jetzt mit einer Frau, die, als ich sie das erste Mal gesehen habe, ungefähr 1,40 Meter puren Sex ausstrahlte. Shakira selbstverständlich. Grundsätzlich bauchfrei unterwegs und das wirklich sehr, sehr gekonnt. Hier einmal zum Mitwackeln. Platz 3. Hips don't lie. Von 1 auf 2, das Lied, was eigentlich noch 24 andere in sich birgt. Zeit, dass sich was dreht von Herbert Grönemeyer. Bevor wir zu 1 kommen, hier noch schnell die Plätze 10 bis 2 im Schnelldurchlauf. Das waren die Plätze 10 bis 2, kurze Pause, dann Platz 1. Und recht herzlich willkommen zurück bei den Viva Top 20. Wir kommen zur neuen Nummer 1. Und die ist diese Woche wieder fest im Griff der Sportfreunde Stiller. Und zwar natürlich mit 54, 74, 90, 2006. Auch wenn ich jetzt mal so frei bin, die aktuellste Version, also die mit 2010 am Schluss, zu spielen, die es übrigens demnächst auch in den Läden gibt, ne? Gemeinsam mit der neuen Single Eine Liebe, die nie endet. Ich weiß nicht, ob ihr das neue Video schon gesehen habt. Es erinnert ein wenig, so behaupten böse Zungen, an Sexfilme aus den 70ern, so aller Liebesgrüße aus der Lederhose. Aber ich will mich da lieber nichts verrennen. Und schlage vor, wir gucken uns einfach das aktuelle Video an. Also hier ist die Version mit 2010, die Sporties, Platz 1 und tschüss.